Die EU-Kommission hat auf die enorm gestiegenen Kosten für Energie reagiert. Sie hat den Mitgliedstaaten gestern Maßnahmen vorgeschlagen, um die Konsequenzen der Teuerung für schutzbedürftige Bürger in Europa zu mildern. Aber auch die Unternehmen haben mit gestiegenen Kosten für die Beschaffung von beispielsweise Erdgas zu kämpfen. Jetzt hat mit E.ON erstmals ein großer Gasversorger angekündigt, keinen neuen Kunden mehr anzunehmen. Verena von Ondarza aus der Wirtschaftsredaktion des Radiosenders NDR Info hat dazu recherchiert. Warum geht E.ON diesen Schritt? Ja, Hintergrund ist natürlich, Sie haben es ja gerade angesprochen, die stark gestiegenen Preise an den Rohstoffmärkten, vor allen Dingen für Gas. Da meldet das Statistische Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat für das Gas, das wir importieren, einen Preisanstieg von fast 180%. Nun ist E.ON ja ein großer Versorger, der sehr langfristig einkauft. Und das heißt, diese Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten, die treffen die jetzt nicht mit voller Wucht und unmittelbar. Aber trotzdem sind sie ja auch an den aktuellen Märkten unterwegs und schließen neue Verträge ab und haben, so hat das Unternehmen mitgeteilt, sich jetzt dazu entschieden, sich erstmal aus dem Geschäft mit Neukunden zurückzuziehen, den Markt zu beobachten, wohin sich die Preise zu entwickeln und ihre Preise dann neu zu kalkulieren. Und E.ON ist mit diesem Schritt nicht alleine. Die Vergleichsportale, die melden, dass einige Versorger gerade keine Neuverträge anbieten. Und es gibt sogar Versorger, die ihrerseits den Kunden die Verträge gekündigt haben. Womit müssen diejenigen rechnen, die mit Öl oder Gas heizen? Wird das ein ganz besonders teurer Winter? Naja, die meisten von uns, die haben ja auch langfristige Verträge abgeschlossen. Das heißt, wir haben in der Regel eine Preisgarantie auch von einem Jahr oder so. Es gibt aber Versorger, die gerade versuchen, ihren Kunden ihrerseits außergewöhnliche Preisanpassungen unterzujubeln. Die Verbraucherzentralen, die haben dazu etliche Schreiben auf dem Tisch liegen. Und dazu muss man wissen, bei laufenden Verträgen, da können die Preise nicht einfach so angepasst werden. Das muss man sich also nicht unbedingt gefallen lassen. Was bedeutet das denn für diejenigen, die sich gerade einen neuen Anbieter suchen oder suchen müssen? Ja, für die wird es am Ende tatsächlich teurer werden. Im Moment ist es ja so, dass es wirklich diese Preiserhöhungen, über die wir da reden, die betreffen in erster Linie diejenigen, die gerade auf der Suche sind nach einem neuen Anbieter. Wenn man so auf den Durchschnitt guckt, den die Kunden aktuell gerade bezahlen, dann liegen die Gasverbraucherpreise im Moment gerade 6% über dem Schnitt, den wir im Vorjahresmonat hatten, sagt das Statistische Bundesamt. Und das heißt, das ist natürlich eine Steigerung, die schon über der Inflationsrate liegt, aber natürlich weit entfernt ist von dem, was an den Rohstoffmärkten passiert und was eben Neukunden gerade zu zahlen haben. Man muss dabei aber auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wenn wir die Zahlen mit denen des Vorjahres vergleichen, dass die Preise da ja vergleichsweise niedrig waren, weil Corona-bedingt die Nachfrage nach Energie sehr niedrig war und wir in Deutschland zusätzlich ja auch noch die Mehrwertsteuer abgesenkt hatten. Mhm. Trotzdem hat ja, wie erwähnt, die EU-Kommission nun die Mitgliedstaaten aufgefordert, beherzt einzugreifen, um die Menschen zu entlasten. Und dafür wurde gestern eine Art Werkzeugkasten vorgestellt. Was sieht der denn genau vor? Ja, das ist im Prinzip so ein Mix aus Zahlungen an Verbraucherinnen und Verbraucher und Subventionen für kleine Unternehmen und Steuererleichterungen für alle. Ja, und diese Steuererleichterungen, die zielen auf die Energiesteuern. Die sind in Deutschland übrigens ein sehr, sehr wichtiger Posten im Bundeshaushalt. Rund 40 Milliarden Euro bringen die jedes Jahr ein. Und die noch amtierende Bundesregierung hat in einer ersten Reaktion auf die Vorstöße der Kommission auch gesagt, sie werde da jetzt erstmal nicht aktiv werden und überlasse das ihrer Nachfolgerin und hat auch darauf hingewiesen, dass es ja Hilfen gäbe bereits, zum Beispiel für Wohngeldbezieher oder auch für diejenigen, die Hartz IV oder Grundsicherung beziehen, da gibt es Heizkostenzuschüsse. Andere EU-Länder sind da deutlich forscher, Spanien und Italien, die haben die Energiesteuern schon gesenkt und Frankreich, die ja kurz vor einer Wahl stehen, die haben sogar per Verordnung die Heizkosten gedeckelt und ein Energiegeld von 100 Euro angekündigt. Danke. Verena von Ondarza vom Norddeutschen Rundfunk. Gerne.